Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen heute Baseball anzocken. Ich hab's schon angezockt. Wir müssen auch jetzt hier den Ton erstmal rauslassen, weil ja, es ist einfach zu viel Musik und das kannst du halt später erst ändern. Wir müssen jetzt hier erstmal ein Tutorial über uns gehen lassen. Das habe ich schon gemacht. Ich werde jetzt meine Einstellung so machen und das halt das mal schnell überspringen. Wir wollen die Mets wegen King of Queens. Warte mal, hier muss ich nochmal übersetzen, weil ich habe mir das Casual nicht übersetzt gehabt. Translator, weil ist leider alles nur Englisch lässig. Lässig. Authentisches Erlebnis, das dem Spieler einen entspricht. Benutzereingaben haben oben oberste Priorität. Gut. Ich hatte Simulation genommen. Ich nehme jetzt mal das. Beginner on. Yes. So, jetzt können wir hier auch gleich schon ein Stadion auswählen. Vorher kam dann halt erstmal, weiß ich was. Da sind sie, die Mets. Nehmen wir das Stadion von denen. So. Dann nehmen wir das, speichern, yes. Was hatte ich da? Ich hatte das hatte ich. Da hatte ich das. Da hatte ich das mit der dicken Linie, dann sieht man es besser. Und da hatte ich Wir versuchen das mal. Kann man ja noch umstellen. So, das habe ich alles schon gemacht. Hier ist auch zu viel Content-ID-Musik drin, ne? So. So. Ach, schön. Stadion Roast. Stadion.
schönes Stadion will ich haben. Oh, mit UFOs. Auch nicht schlecht, ist ja geil. 150 Personen. Saurier, 3000 Personen, 33.000. Ich nehme das. Ach, kannst du ja tauschen. Ist ja cool. Boah, da musst du aber echt Zeit mitnehmen, ey. Was soll das sein? Parkplatz.
Gott, da muss ja. Und das für alle Elemente hier. Oh Gott. Ich gehe mal jetzt nach hinten durch, was da alles noch ist. Da fängt es wieder von vorne an. Ach, das fängt dann wieder von vorne an, okay. So, haben wir einen Parkplatz. So. Flugzeugträger. Ist er mit Flugzeugen drauf? Geil. Mondfahrzeug. Er könnte es ja rein theoretisch ja auf dem Mond so ein Ding, also ein Stadion auf dem Mond machen. Oh, hier. Flugzeug. Ein Stargate! Leck mich am Arsch! Oh, da werden da bestimmt. Kann man sie. Da muss man gucken, ob man so ein Ding auch runterladen kann. Da werden bestimmt welche. Ein Stargate-Baseballplatz gemacht haben. Alter, leck mich am Arsch mit Riesenschiff. Eieieiei! Komplettes Stadion kann ich da nochmal draufsetzen. Footballstadion. Leg mich am Arsch. Ach, das ist das Ding aus Detroit. War Detroit? Ich glaube ja. Safe. Jetzt speichert er. Den Slot nehmen wir. Ja. Wir lassen einfach mal jetzt ein kleines Stadion hier. Hier ist eine Tribüne, oder? Kann ich das ganze Stadion auch an sich irgendwie?
Gott sei Dank habe ich einen Übersetzer. Starten überschreiben. Channel. File Manager. Exit. Yes. So. Stadion Create. Sind wir jetzt raus. Wir haben noch nicht mal richtig gespielt. Alter, ist ja krass. So. Create. Also ein Stadion haben wir jetzt gecreated. Warte mal, wir gehen nochmal create. Ja, doch mal, doch das erste. Player. Random. Joe. Joanna. Ah, ne. Ich nehme den Joe. Generell. Wir lassen einfach mal Joel. Ja, sowieso die ganze Zeit Mütze auf. Player. Okay. User Control. Okay. Player Search. Mix oder nicht? Ach, scheiße, ja, machen wir. So, Logo. Hat er alles selbst gemacht, oder was? Oh, der wirst du auch die Stadien runterladen können. Ja.
Oh, Spawn. One Piece, cool. Download. Rückwärts. Agiert nicht. Ein paar mehr Anzeigen wäre nicht schlecht. Totenkopf sieht auch geil aus. Such Slot. Such. Name. Online-ID. Find. Oh. Den. Search. Search. Ach, na guck mal an, da finden wir doch was. Von Vikings das Logo, die Footballmannschaft, hier unten Vikings. In Rot, ja, in Schwarz-Rot gefällt es mir so ja noch besser. Vikings mit Schwertern. Ich werde das Vikings-Logo nehmen wahrscheinlich. Aber wie haben die das gemacht? Vielleicht kann man ja ein eigenes hochladen.
das da unten gefällt mir, aber da ist. Ist halt aber das andere mit Bayern, nicht in Rot. In Schwarz-Rot hätte ich gern. Jetzt mit dem Erheben sieht. War das. Dann nehmen wir das Logo. Download. Der war hier hinten bei 10 oder so. Nee, noch ein Stück weiter. War der doch so mit 20 irgendwo? Na, ich soll hier hinten. Ich will den schwarz-roten noch. So, der ist ja jetzt gar nicht bei Vikings. Da ist es. Thank you.
Doppel-L geschrieben. Aber scheißegal. Na seht ihr, guckt mal, was wir da schön finden. Doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Aber wir gucken, was haben wir denn noch Schönes? Ein Fliegener, der sieht aber nicht so doll aus, weil hier fehlt so viel. Der sieht ganz gut aus. Ich werde den Baseball nehmen mit dem. Den fand ich ganz geil. Punisher. Oh, mit Flammen. Ja, die sind jetzt hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Zum Ende durch. Also die sind jetzt nicht so. Page, jump the page. 3. Den will ich mir runterladen. Download. So. Was kann man denn noch suchen? Search. Play. PlayStation. Search. PlayStation Store. also wenn dann das Klassik-Logo natürlich. So, jetzt nochmal Search. Cool. Nee, hat mal Vikings. Ach nee, scheiße, wir lassen das erstmal so. Okay.
bin jetzt eine halbe Stunde schon mit dem Spiel beschäftigt hier. Wir sind noch nicht mal am Spielen halbwegs drin. Nee, was du hier alles machen kannst. Slater stands in. And he deals. Ach, shit. Swing and a miss. That's strike one. Ach. And he gets him to chase. I think ultimately you want to tie him up, get the ball in on the plate so that he can't get the barrel to it and hit it to the outfield. Kannst du so unfassbar viel machen. Wäre natürlich auch gut, wenn man hier durchsehen würde, was man macht. So, Crossplay on, Friends, mein Profil. Collection. Koop. Dann machen wir hier das. Aber muss da irgendwie auch. Ich konnte hier wieder nichts auswählen. Ich habe vorhin, wo die Musik noch drin war, wo ich erstmal geguckt habe, ab wo ich dann halt machen kann, dass keine Musik kommt. Da konnte ich auch eine Uniform auswählen. Settings. Thank you.
muss doch irgendwo. Ich weiß das ganz genau, ich habe den Typen gesehen und dann konnte ich halt auswählen. Aber da habe ich ausgemacht. Startet der denn jetzt schon? Ich kann hier gar nichts einstellen. Ich will da einfach eine neue Saison starten. Und das, was ich runtergeladen habe, alles einsetzen. My Profil, My Collection, My Profil. Game Change? No. Game History? No. Singleplayer, more options, download from cloud, nix, okay. So, Singleplayer play, the majors. Ist doch die Majors League. Da müsste ich doch eigentlich dann meine eigene Mannschaft machen können, oder nicht? Sprache erkennen. Erleben Sie Ihren eigenen Weg zum Major. Ist es doch! GM vom Lieblingsteam. Entdecken Sie legendären Stars und hier der eigene Weg zum Major League. Genau, das wollen wir doch nehmen. So, und wir wollen einen Mann. Start Create. Lord Verruster. Start Create. Nee, falsch. Season Verruster. Mann, nee. Das braucht man hier Übersetzer, ey. Laden Sie eigene Daten, verwenden Sie Daten vom zum Stand.
Ah, jetzt sind wir richtig. Dann aber auch rot. Ah, was nehmen wir denn dafür, ne? Dicke rote. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, obwohl das ja mit Silber vielleicht auch ganz gut kommt. Oder? Scheiße, ey. Weiß. Nee, wenn denn Silber oder Grau? Oder Schwarz? Oder Rot? Warte mal, das Rot und die Nähte machen wir. So, nee, das hat ja auch, das bleibt auch rot. So, dann machen wir die Silber. Ah, das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Wir machen das einfach schwarz. Rot kommt aber hier nicht so doll rüber, muss ich sagen. Dann nehmen wir mal das Schwarz und das Rot. Logo. Silber.
Ich sehe auch nicht, dass bei dem anderen sich was ändert. Ich bin. Nee, dann würde ich auch schon wieder Silber nehmen. Obwohl Goldkante, Silberschrift hat auch. Nee, nimm Gold. Color 1, Color 2, Color 3. Aber wo soll denn das sein? Red. Ah, okay, das ist. Dann ist das da. Das machen wir selber. So, so Team. Oh, grau. Machen beide Handschuhe. Und wir machen schwarz. Das tauschen wir um in rot. Das Weiß wollte ich eigentlich rot haben. Oder? Nee, nee. Das wollte ich schwarz haben. Silber. Red. Nee, das lassen wir auch Silver. Team. So. Red. Genau. So, Head und Helm. Basic. Auf jeden Fall Curve. Aber warum kann ich hier
keine Farbe auswählen. Naja, okay. Ach komm, verpassen wir also Ellenbring-Ding. Und das machen wir schwarz. Nee, Hauptsache schwarz und die Nebenfarbe rot. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe da, seht ihr das, dass das rot leuchtet, aber. Ja, wir machen einfach mal schwarz. Team Color 1, Team Color 3, Team Color. Achso, hier können wir Team Color 1. Ja. So. Das braucht er dann nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, 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 wir lassen ihn weg. Ohne. Ach scheiße, das machen wir. So, Teil 1. 1, 2, 3. Die hier fallen mir besser. Team Rot. Silber. Schwarz. Schwarz.
weiß. Ach, da oben das. So, schwarz. Schnürsenkel rot. Das ist aber denn da hinten zu viel. Dann haben wir das auch schwarz. Und das rot. Ach komm, nehmen wir Hockeymaske. Hauptfarbe schwarz, zweites ist rot und die Nähte silber und auf der Rückseite schwarz. Schwarz, rot und schwarz. Uniform. Face Scan. Im Browser öffnen. Google Play. Installieren. Alter, ich bin schon bei über einer Stunde und wir sind noch nicht mal richtig gespielt. Öffnen. Ich muss jetzt mal meine Kopfhörer absetzen und so. Also die Brille muss ich erstmal aufsetzen, muss ja noch lesen. Willkommen. Next. Next. Management. So. PlayStation. Akzeptieren. Okay. Hat er auch gleich erkannt. So, jetzt muss ich gucken, wo das hier ist. Der hat mir das kurz angezeigt und war weg irgendwie. All. PS4, PS5, achso, jetzt sind die ab, achso, drei Updates und was da mit drin war. Twitch Drops,
Full launch today. Squad name Odin. Do you know my packs? Ich finde hier nicht Face Scan. Audio. Das war kurz da und dann war es auf immer weg. Bug Report. Facescan da unten. Facescan Data. Och, da musst du so viel ausfüllen, das ist mir jetzt nicht. Dämon, da, Desmond. Ja, wie ein Desmond war jetzt, könnte ich einen Desmond nennen. Edward. Edward Kenway. Ezio ist bestimmt auch mit bei. Ach, ich mache hier Erik. Die alte Schreibweise. So, gucken wir nochmal durch. So.
zu weit. 81. Right. Right. West. Region. International Dominikanische Republik. Germany. Genau. Yes. Gucken, ob er gespeichert hat. Hat er nicht? Fuck. Und den. Also. Nee, ich lasse Germany. Halt, falscher Knopf. Okay. Gut, hat er gespeichert. Lux. Montur. Lipcolor. Falsche Taste. Uniform. Ich würde die Color. Ah, hier haben wir doch. Die ganze Uniform. Nee, kannst du auch so viel. Nee, wir lassen mal alles aus.
kannst du nicht alles einstellen. Ich bin bei 1,5 Stunden gleich. Boah, nee, danke. Falsche Taste. Equipment Style, Uniform. Hier ist doch die Uniform. Ich sehe nicht, dass sich da was verändert. Wieso kann ich da jetzt nicht auswählen? Wieso muss der weiß sein? Wie kann ich nicht jetzt einfach sagen, die Uniform soll schwarz mit weiß sein oder schwarz-rot? Wo kann ich die Teamfarben auswählen? Ach, jetzt starten wir endlich mal richtig. Ich mache mal hier alles jetzt weg. Wir können ja sowieso nichts lesen. Der hat aber das Telefon weit weg vom Ohr. Welcome back to MLB Tonight. I'm Robert Flores, here alongside with former GM Dan O'Dowd and baseball research. Oh, nach 1,5 Stunde fangen wir denn doch mal an zu spielen. Sarah, BP started now, and this is where the scouts. Ich habe getroffen. They're looking at presence in the box, they're looking at the balance, rhythm, and timing of the swings, they're looking at how clean a swing path is, they're looking how connected a player can be to a swing, and they're looking at the ability if they can hit the ball the entire field. And there's so much data that comes along with BP. We've got exit velocity, which means ich treff irgendwie nicht. How often a player is hitting the ball hard. In this day and age, hitting the ball hard has an actual definition. That's 95 plus miles an hour. And why do we care about that? Because in today's game, if you hit the ball hard, you're going to hit about 500 on those batted balls with a 1,000 slugging percentage. Another stat we'll look at is launch angle. And what we define as a sweep on batted balls, 32 degrees of launch angle, basically jetzt. A line drive. So I'll be looking at how often these players will be making that kind of contact. You know, I think about big league players like Alvarez, Judge, Otani, Trout. Their hard hit ball data is crazy. Their launch angles are very, very, very consistent. And you add all the things that we're evaluating and think about, Sarah, the pressure these young players are under right now is probably the most pressure-packed BP these players have ever taken in their careers. Soll ich hier raten, bis wo der
Bin zu schlecht da drin. So, Exit. Da wäre ich nicht drin, gut. Also die Grafik sieht echt cool aus, muss ich sagen. File Management, Jukebox, Gameplay, Audio. Irgendwo muss ich doch. Wir konnten ja auch Stadion ein. Also müssen wir ja auch irgendwo selber. Und jetzt.
Wenigkeit bei denen. Runner on the go. Pitch in for a strike. No throw, safe down at second. The catcher digs in now. He looks confident as he steps into the batter's box. Seems like he's immune to all the pressure these young prospects must be feeling. That one hit to right. 3-3-3. And makes the catch. Runner tags up for third. And makes it up to third with one away. Number 81 could have done more to help them out. Singled and knocked in a run. He's capable of giving them more than he did today. Nothing too bad, but nothing great either. And they may have needed great to get the win. Nun, Licht aus. With the 13th pick of the 17th round, the New York Mets select the catcher from the international region. As we continue on through the late rounds of this draft. Wie kann man denn so telefonieren, wenn der Telefon so weit vom Ohr weg ist? Nutzt er das als Walkie-Talkie oder was? Auch nicht. Abbrechen. So, jetzt endlich. Next, Kalender, so, Einstellungen, Settings, Sliders, Jukebox, Control, Audio on.
Just ach Mensch, leider wollte ich doch gar nicht drauf. Da war ich doch eben. Ist in mein Stadion hin. Das ist ja doof. Das einfach. Ich habe doch selber auch erstellt. Oder muss ich jetzt hier so ein großes nehmen? Krass. Ach, jetzt geht's voran. Ich hab das auch ein bisschen übersprungen. Aber ich würde sagen, ey, nach fast 2 Stunden reicht das jetzt auch. Perfect. 3.
Alter, komplett simulieren hoch. Ich hatte Musik ausgemacht, wieso ist denn hier schon wieder Musik? Ich höre doch besser. Kann ich wieder trainieren. Exit. So, nee, jetzt mache ich aber wirklich mal Schluss. Schade, dass alles in Englisch ist. Deutsch, mir wie ist ein Untertitel oder das Menü, dass man halt weiß, was man da macht. Aber das ist echt so viel drin. Du kannst den Charakter erstellen, du kannst ein Stadion machen und so viel Zeug um Stadion rum noch. Du kannst das halt normal spielen, du kannst das auch als sozusagen Simulator, wie wir es gerade gemacht haben, als Manager, zack. Und dann halt die Karriere von dem managen. Aber es ist halt doof, wenn du verstehst ja nicht, was die quatschen. Also ist ja alles Englisch und du kannst den halt nicht weiterdrücken. Und bei Telefonaten und so, das nimmt schon viel Zeit weg. Grafik finde ich ganz okay, muss ich sagen. Und den Charakter kannst du ja auch anpassen. Also hier sind so viele Anpassungsmöglichkeiten drin, das hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefreut, auch wenn wir nicht so viel gespielt haben, weil hier sind so viele Einstellungen drin. Und wir sind jetzt schon bei 2 Stunden. Das ist fast 2 Stunden, das ist schon echt krass. Aber ich muss jetzt auch gleich meine Tochter holen aus der Kita. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.